Die Freiheitlichen kritisieren die Corona-Strategien der Südtiroler Landesregierung. Parallel zum derzeitigen schrittweisen Lockdown müssten schadensbegrenzende Maßnahmen ergriffen werden. Die Lohnausgleichskasse müsse verlängert und den Unternehmen 75% Umsatzeinbuße ersetzt werden. Schulbesuch, Kinderbetreuung und Elternzeit sowie Besuche in den Seniorenheimen müssten garantiert werden. Eine Ausgangssperre halten die Freiheitlichen für überflüssig, wenn die sanitären Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand und Maskenpflicht garantiert seien.